Moin ihr Zuckerschnecken. Heute quatschen wir kurz über einen möglichen Transfer von David Raum zum BVB. Viel Spaß! Borussia Dortmund zeigt bereits seit einigen Wochen großes Interesse an David Raum. Und das ist nicht wirklich überraschend, denn die Entwicklung, die der deutsche Nationalspieler vergangene Saison in Hoffenheim genommen hat, ist einfach unglaublich. Insgesamt macht der Linksverteidiger 3 Tore und 13 Vorlagen in der Bundesliga, was seine Stärken schon zeigt. Er ist ein unglaublich guter Passspieler, egal ob im Kurzpassspiel, seine Schlüsselpässe oder seine wirklich überragenden Weltklasse-Flanken. Dazu ist er ein sehr, sehr guter Standardschütze, bringt die Bälle immer gefährlich rein, hat Tempo und hat sehr gute Dribblingfähigkeiten. Das Problem ist, Dortmund muss jetzt zuschlagen, so doof es klingt. Ich weiß, dass der BVB eigentlich erstmal Transfereinnahmen braucht. Aber nachdem Raum auch in der Nationalmannschaft sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat, werden die Interessenten immer mehr und dementsprechend steigt auch der Preis. Mittlerweile soll sogar Manchester City die Fühler ausgestreckt haben und Interesse zeigen. Wobei ich das eher für unrealistisch halte, denn die Citizens sind mit João Cancelo überragend aufgestellt und als Backup den Schritt in die Premier League zu gehen, wäre sicher nicht im Interesse des 24-Jährigen. Aber generell ist die Nachfrage nach Linksverteidigern in diesem Sommer bei vielen Clubs groß und Raum hat sich definitiv ins Notizbuch von vielen europäischen Spitzenclubs gespielt. Das ist nach so einer Saison Fakt. David Raum wäre die 1A-Lösung für den BVB auf der Linksverteidigerposition. Und vermutlich, reine Spekulation, wäre das jetzt aber so ziemlich die letzte Chance, den Kerl nach Dortmund zu holen. Ob der BVB das Risiko eingeht ohne die Abgänge von Guerrero und Akanji, das weiß ich nicht. Aber ich persönlich würde mir die Chance, den Kerl zu verpflichten, nicht nehmen lassen. Definitiv nicht. Aber was meint ihr? Geht der BVB jetzt all in, um David Raum zu verpflichten oder nicht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne auch ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.